Alles glatt gehen sollte, Duke, dann mache ich Schluss. Was willst du denn tun? Ich werde mich irgendwo niederlassen und mir eine Farm kaufen. Warum? Ich will mir eine Frau nehmen, Kinder haben. Ich mache Schluss mit diesem Leben. Du weißt, dass das nicht möglich ist, Steve. Wir zwei verdienen unser Leben mit dem Revolver. Glaubst du, wir könnten unsere Waffen wegschmeißen, als wäre nichts geschehen? Wir müssen weiter töten, damit man uns nicht tötet. Steve, irgendwann, irgendwo wird dich so ein junger Revolverheld erwischen, wo immer du bist und wo immer du dich versteckt hältst. Er wird dich töten, um sich damit zu brüsten, dass er Steve Blaine umgelegt hat. Und er wird es schaffen. Es gibt kein Zurück. Ich will's versuchen. Ich hab's auch mal versucht. Und dann traf meine Frau die Kugel, die mir zugedacht war. Anne legten sie um, mich kriegten sie nicht. Ich hoffe, ich habe mehr Glück. Das wünsche ich dir auch. Aber für dieses Experiment kriegst du meine Tochter nicht. Wenn du versuchen solltest, mir Susan wegzunehmen, dann werde ich dir ein kleines, rundes Loch zwischen die Augen schießen. Thank you.
Wir haben doch nach euch geschickt. Warum fesselt ihr uns? Nehmt das Geld. Das solltet ihr ja sowieso haben. Aber lasst uns am Leben. Wir packen das Geld als Vorauszahlung ein, für den Fall, dass wir Ramirez und seine Bande erledigen. So war es doch abgesprochen. Und falls es uns nicht gelingt und sie uns abknallen, seid ihr gefesselt und könnt erzählen, dass wir euch berauben wollten. Vielleicht glaubt euch das Ramirez und ihr kommt mit dem Leben davon. Ramirez kommt mit dem Banditen! Die ganze Bande ist aufgekreuzt. Ramirez an der Spitze. Schon raus aus euren Löchern! Habt ihr euch alle verkrochen? Heute ist der Tag, an dem ihr das Geld abliefern müsst. Das werdet ihr noch nicht vergessen haben. Na, nun bringt schon Ramirez das Geld, damit er euch von den Banditen schützt. Zähl bis 20, Steve. Na, du machst schon, bleib nicht stehen. Komm näher. Reich mir das Geld drauf, aber schnell. Die sind alle erledigt. Kannst du nicht mehr richtig ziehen? Lernst du es denn nie? Du musst zwischen die Augen halten. Einen Arzt, aber schnell. Hier gibt's aber keinen Arzt. Ich bin nur Viehdoktor. Das ist doch fast dasselbe. Du weißt bestimmt mehr als so ein Menschendoktor.
Sieht verdammt böse aus. Ich muss die Kugel rausschneiden. Wir bringen ihn erstmal ins Haus. Mach heißes Wasser. Hol die Tasche mit den Instrumenten, Paco. Aber lauf. So, nun fasst mal mit an. Vorsichtig, sage ich euch. Ich will bei klarem Bewusstsein bleiben. Und wenn es noch so weh tut, weiß ich wenigstens, dass ich noch lebe. Nicht so viel sprechen. Red mir nicht dazwischen und fang schon an, ich hab noch was zu sagen. Steve? Ja, Duke? Steve, jetzt teilen wir beide das Geld. Nimm die Tasche. Du bringst meinen Anteil zu Susan. Sag ihr nicht, dass es mich erwischt hat. Aber schick Fabienne her. Ja, Duke. Steve! Und vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Hol das Ding raus, mach schon! Meine Tochter ist nichts für dich. Lass sie in Ruhe, Steve! Ich werde nie erlauben, dass sie... Ich sage dir, ich finde dich überall und jag dir. Zwischen meine Augen eine Kugel. Ich weiß. Ich bin wieder zurück, wie Sie sehen. Ihr Glück zu versuchen? Ja, mit Ihnen. Und wie viel lassen Sie sich das kosten? Den Preis können Sie festsetzen. Sie scheinen ja gut bei Kasse zu sein. Ich habe nur meinen Colt. Der Mann, der mich liebt und verehrt, besitzt auch einen. Schlecht für Sie. Ich werde den Kerl einfach umlegen. Junger Freund, er schießt auch nicht schlecht und immer zwischen die Augen. Wie heißt er? Ich will seinen Namen wissen. Raus damit. Seien Sie vorsichtig. Wie geht's dir? Du bist wieder zurück, das ist eine Überraschung. Ich hab dir was zu sagen. Bist du nicht mit Duke hier? Ich glaube, sie hören schlecht. Ich hab Fabienne was zu sagen. Duke liegt verwundet im Casas Grandes. Geht es ihm schlecht? Er hat ein ziemliches Ding weggekriegt. Hoffentlich kommt er durch. Er will dich sehen. Und wo gehst du hin? Ich kaufe mir ein Stück Land. Irgendwo und fange ein neues Leben an. Ich hab's hier so satt, Steve. Nimm mich mit, ich halt's hier nicht aus. Du bist Dukes Freundin. Aber ich will mit dir gehen, hörst du? Tut mir sehr leid. Aber was soll ich mit zwei Frauen anfangen? Du willst Susan mitnehmen? Wenn du Duke die Tochter wegnimmst, legt er dich um. Und wenn ich dich mitnehme, legt er mich auch um. So riskiere ich mein Leben wenigstens für einen Menschen, den ich liebe. Das Geld, das ich Susan bringen sollte. Mit meinem Anteil und diesem Geld werden wir es schaffen. Na los, versuchen Sie mal Ihr Glück. Hey, du bist ein Dieb und ein dreckiger Feigling. Hast du nicht gehört, hä? Wenn du Mut haben solltest, dann zieh. Ich zähle bis drei und dann schieße ich. Na komm schon, du Hund. Eins. Zwei, drei! Das ist ein wirklicher Kunstschütze. Und einer mit Geld. Und das trägt er mit sich rum.
Bist du müde, Susan? Es war ein langer Tag. Gut, wir werden hier übernachten. In welchem Haus ein verletzter Mann liegt? Er heißt Duke. Ja, kommen Sie mit. Ich habe ihm damals die Kugel rausgeschnitten. Es geht ihm aber schon viel besser. Willst du nicht versuchen zu schlafen? Ich kann nicht schlafen. Ich muss immer an Vater denken. Ich bin sehr unglücklich. Glaubst du denn, er wird dir je im Leben verzeihen? Ich hoffe es. Ich glaube, eines Tages wird er sich damit abfinden müssen, dass seine Tochter den Mann heiratet, den sie wirklich liebt. Wir beide tun nichts Unrechtes, Susan. Wir haben ein Recht auf unser eigenes Leben. Glaubst du, er wird uns finden? Nein. Und wenn er uns später mal aufspüren sollte, werden wir schon längst verheiratet sein. Er wird sich sicher beruhigen, wenn dann schon vielleicht kleine Enkelkinder da sind. Steve. Wer ist da oben? Drei arme Mexikaner, Senor. Und was wollt ihr? Nur etwas von Ihrem Geld, Senor. Es braucht ja auch nicht gleich alles zu sein. Wir sind ja schon mit der Hälfte zur Hölle. Ein Leben ohne ein bisschen Geld ist schon die Hölle. Noch viel schlimmer kann es nicht kommen. Bringen Sie uns die Tasche mit dem Geld rauf und wir verschwinden. Holt sie euch doch. Sie kommen da nicht raus. Weder Sie noch das Mädchen. Das Lagerfeuer gibt ein gutes Schusslicht. Auch mit Ihren Pferden werden Sie nicht lebend davonkommen. Getroffen worden? Steve! Susan, ich muss das erschießen. Es war besser so. Der Kerl nimmt nicht nur meine Tochter, sondern auch das Geld. Jetzt hat er eine schöne Mitgift. Was war ich nur für ein Idiot? Du musst liegen bleiben, sonst bricht deine Wunde wieder auf, Duke. Ich werde die beiden suchen und ich werde sie finden. Und dann werde ich ihn abknallen wie einen tollen Hund. Sie lieben sich, Duke. Daran ist nichts zu ändern. Solange Susan mit Steve zusammenlebt, ist sie in Gefahr. Er steht immer mit einem Fuß im Grab. Gilt das nicht auch für dich, Duke? Ja, für jeden, der so ein Leben geführt hat wie wir. Wir haben zu viele Feinde. Susan wird um ihn weinen und ihn wieder vergessen. Du musst ihn für mich finden. Tu es, Fabienne. Wenn du weißt, wo er sich versteckt, gib mir Nachricht. Dann kauf auf meine Kosten einen Sarg mit Messingbeschlägen. Steves Beerdigung soll feierlich werden. Immer soll meine Tochter mit Rührung an diesen Abschied von ihm denken. Na, wer nimmt's mit mir auf? Sie haben meine Wette $2 verloren. Na, versuchen Sie es doch wenigstens. Da
Donnerwetter, war das ein guter Schuss. Habe ich nicht erwartet. Amüsiert euch, Jungs. Für das Erste brauche ich euch wohl nicht. Okay. Spannendster Hahnenkampf aller Zeiten. Wer sitzt nochmal? Wer sitzt nochmal? Ich sag dir, wenn man Haku rangeht, verliert der Hahn. Ah, Sie vielleicht? In Ordnung. Sie können sitzen, was Sie wollen. Ja, ja, an! Ja, immer auf den Kopf. Wie die Weiber hacken Sie aufeinander. Heißt in seine Miniatur kam raus. Der Weiße liegt schon in den letzten Zügen. Ja, sieht so aus. $2, dass der Kunde den Weißen fertig macht. Hör doch mit deinem ewigen Bull auf! Hallo! Schlag ihm den Schädel ein! Hört mal her, ich wette $2, dass der Rote drauf geht. Mann, wenn du dein Geld zum Fenster rauswerfen willst, die Wette halte ich. Du hast verloren, Dickerchen. Wie kommst du denn darauf? Er ist doch tot. Du hast gewettet, dass er nicht drauf geht. Aber er ist draufgegangen. Also hast du verloren. So haben wir aber nicht gewettet. Mein Freund ist nervös. Immer vorsichtig, Dickerchen, hä? Sieh dir das an. Wie lustig hier alles ist. Ja. Na, wie fühlst du dich? Soll ich Ihnen runterhelfen? Susan, such uns ein hübsches Zimmer aus. Ich komme gleich zurück. Wo willst du denn noch hin? Mich nur ganz kurz umsehen, was hier so los ist. Vielleicht kann ich ihr Land kaufen. Ich bin bald wieder da. Also gut, Steve. Guten Tag, Sheriff. Ich bin neu hier und habe deswegen eine Frage. Heißt diese Stadt Jackson und Burns? Sie heißt Providence, aber wenn Sie sie anders nennen wollen, nehme ich Sie nicht übel. Ist die Bank sicher? So sicher wie der Tod. Ich versichere Ihnen, Mr. Stone, diese Silbermine ist eine gute Anlage und für den Preis geschenkt. Ich bin ein einfacher Farmer, Mr. Burns. Ich werde Ihnen mal den Lageplan der Mine auf der Karte zeigen. Na gut. Die Jackson und Burns Bank steht zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Den beiden Besitzern scheint die ganze Stadt zu gehören. Da ist die Bank wohl sicher. Die ganze Stadt ist übertrieben. Sind Sie Mr. Jackson? Burns. Mein Name ist Blaine. Steve Blaine. Ich möchte das in Ihrer Bank hinterlegen. Kümmer du dich um Mr. Stone, Harry. Ich übernehme Mr. Blaine. Werden Sie mit Ihrem Besuch unsere Stadt länger beehren, Mr. Blaine? Ich möchte gerne eine Farm kaufen. Eine gute Farm. Das wird Ihnen Schwierigkeiten bereiten. Weil der gute Boden in dieser Gegend uns gehört. Ach. Wir haben ihn aufgekauft, weil die Farmer nicht zu wirtschaften verstehen. Wir möchten aus Providence eine reiche Stadt mit einer großen Zukunft machen. Und dabei denken Sie nur an den Reichtum der Stadt? Sie sagen es. Aber ich kann Ihnen einen Vorschlag machen, wenn Sie Ihr Geld anlegen wollen. Eine Silbermine vor der Stadt wäre genau das Richtige. Nein, danke. Mir fehlt das Vertrauen in... In mich? Wie käme ich denn dazu? Natürlich in die Silbermine. Sie täuschen sich und machen einen Fehler. Wenn da Silber gefunden würde, würde die Mine doch sicherlich nicht zu verkaufen sein. Hier sind $6,000. Schreib Mr. Blaine eine Quittung für das Geld aus. Auf das Konto Steve Blaine eingezahlt $6,000. Schreiben Sie immer mit der linken Hand?
Sie sind ein zu guter Beobachter, fürchte ich. Das habe ich gelernt. In meinem Beruf ist das sehr nützlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie vom Beruf wohl nicht ein Bauer sind. Jeder Mensch kann sich täuschen. Auch Sie. Könnten Sie mir wohl mein Pferd frisch beschlagen? Na, ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Es ist so ein Rummel in der Stadt. Morgen früh reicht völlig. Bring es in den Stall, Charlie. Nur noch eine Frage. Kennen Sie jemanden, der eine Farm verkaufen will? Ich weiß von nichts, keine Ahnung. Habe ich keinen Kredit mehr? Hör auf mit dem Quatsch, du hast hier noch niemals einen gehabt. Ich spendiere ihm einen. Danke. Mir geben Sie ein Bier. Hast du nicht gehört? Der Mann hat gesagt, ich soll was trinken. Wer zahlt, der kriegt bei mir zuerst. Wenn er so einen Durst hat, geben Sie ihm zuerst. Ich kann warten. Sagen Sie, wer von Ihren Kunden verkauft eine Farm? Ich kenne keine und habe auch kein Maklerbüro. Ich habe einen guten alten... Bitte? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls schönen Dank für den Drink. Sagen Sie, Sie sind wohl nicht von hier. Nein, wieso? Wieso? Kein Einheimischer, der Verstand hat, würde hier Land kaufen wollen. Ungesundes Klima für alles Viehzeug. Hier stirbt alles weg, sogar die Fliegen. So, so. Sie scheinen mir nicht zu glauben. Oh ja. Aber tut denn keiner was von Ihnen gegen dieses große Viehsterben? Ich arbeite für Jackson und Burns. Das konnte ich mir denken. Bei uns auf den Farmen ist die Luft irgendwie gesünder, da kratzt kein Tier. Bloß bei den anderen, da geht's hintereinander weg. Es ist wie ein Wunder. Schade, dass ich nicht an Wunder glaube, sondern nur an Tatsachen. Gerne kaufen. Wie viel kostet es? Ich würde es Ihnen gern geben, aber es geht nicht. Gehört Ihnen das Pferd nicht? Doch, aber ich schulde der Bank $150. Jetzt werden die Tiere zwangsversteigert. Die Pferde sind zwar das Vierfache wert, aber das wird mir wenig helfen, weil... Worauf wartest du denn noch? Fang doch endlich mit der Versteigerung an. Morgen, Mr. Jackson. Wir fangen mit der Versteigerung an. Ich bitte um Ihre Angebote. Zuerst für diesen herrlichen Schimmel hier. Das niedrigste Angebot ist $40. Also, meine Herrschaften, nicht schüchtern. Lassen Sie hören, was Sie springen lassen wollen. Ich biete $46. Danke sehr, Mr. Jackson. $46 von Mr. Jackson. Dann biete ich... Verstanden? $46 sind geboten. Zum ersten, zum zweiten. $46 zum dritten. $50. Mr. Jackson, ersteigen! 50 habe ich geboten. Der schlechte Witz wird ihm teuer zu stehen kommen. Sollen wir ihn? Nein, der bekommt schon noch seinen Teil. Ich warte nur noch den richtigen Moment ab. Also gut, ich sage 70. Ich biete 90. 100. 120. 150. Na los! Nun, was ist mit Ihnen? Hören Sie etwa auf zu bieten? Ja, tut mir leid. Wird mir zu teuer. Das war ein guter Kauf.
Ich gratuliere Ihnen. Hey, hey Sie, junger Mann, kommen Sie mal her. Wenn es Ihnen wirklich ernst damit ist, dass Sie eine gute Farm kaufen wollen, dann gehen Sie mal zum guten alten Williams. Ein besseres Land gibt es hier gar nicht, in der ganzen Gegend nicht, das können Sie mir glauben. Und Wasser ist da, Wasser noch und noch, und Sie wissen, was das wert ist. Und warum will er dann verkaufen? Tja, Williams, wissen Sie, ist so ein Dickschädel. Er will den Preis haben, den die Farm wert ist, und sich nicht von dem alten Schuft Jackson erpressen lassen. Wenn Sie ihm einen vernünftigen Vorschlag machen können, dann beißt er an, wie noch selten irgendjemand angebissen hat. Warum sagen Sie gerade mir das? Sie waren so freundlich, mir einen Drink zu spendieren. Ich war früher Viehtreiber bei Williams, das kommt noch dazu. Dann haben sie ihm sein Vieh abgeschossen und dann war selbstverständlich Schluss. Die hätten mich da auch noch abgeknallt, wie das liebe Vieh, da machte ich mich davon. Verstehe. Und wo liegt die Farm? 9 Kilometer nördlich von hier, immer den Fluss raufreiten. Da finden Sie bestimmt in keine Angst. Und ich wünsche Ihnen auch recht viel Glück. Ja, um Glück, wenn Sie brauchen können. Haben Sie auch nicht zu viel getrunken? Was heißt zu viel? Ich könnte noch mehr trinken, wenn ich Geld hätte. Denn wenn ich was trinke, da vergesse ich all das Hässliche und Böse, was man hier so sieht. Ach so. Es wäre gut, wenn Sie mich auch vergessen würden. Hier. Buck hat gequatscht. Wir nehmen ihn uns mal vor. Hier, dein Bier. Hier ist ein Silberdollar. Und nun mach mir den schleunigst flüssig. Ja. Los. Au! Sag mal, Buck, mit was hast du dir denn diesen Dollar verdient? Gib Oliver eine Antwort, wenn er dich was fragt. Verstanden? Los, antworte! Ich will meinen Drink! Erst die Antwort. Du kriegst erst was zu trinken, wenn ich von dir weiß, was du vorhin zu... Lass Buck in Ruhe! Regen Sie sich doch nicht gleich auf, Sheriff. Wir haben doch nur ein bisschen mit ihm gescherzt. War doch bloß eine liebevolle Neckerei, ne? Ihr Bier, Sheriff. Idiot! Warum gibst du meinen Drink aus? Sheriff, er fängt schon wieder damit an. Er hat mir mein Glas ausgeschüttet. Sag mal, was soll das, Oliver? Wieso denn? Er hat so zittrige Hände, Ruppi. Hat selbst umgekippt. Na sehen Sie doch, was er für eine Zitterhand hat. Dann gib mir mal einen neuen. Es war doch nicht meine Schuld. Du mach schon. Du hast für heute genug getrunken. Du kannst morgen weiter trinken. Hast du nicht den Sheriff gehört? Er hat ja Geld gegeben, damit ich weiter trinke. Einen Whisky, los. Der Sheriff hat gesagt, morgen. Morgen, heute, wo ist da der Unterschied? Ganz einfach, morgen kriegst du einen, heute nicht. So. Na, dann spendiere ich dir einen, okay? Aber dafür erzähl ganz genau, was du mit dem Fremden geplaudert hast. Ich habe ihm erzählt, dass der alte Williams seine Farm verkaufen will. Du, Steve, ich habe Angst. Dein Vater findet uns hier nicht. An ihn denke ich nicht. Mir ist die Stadt unheimlich. Ich weiß nicht, warum. Das musst du dir gar nicht erst einreden. Diese Schießerei macht mich ganz krank. Sie haben zu viel getrunken, sind lustig und schießen ein bisschen in die Luft. Man wird hier so komisch angeguckt. Lass uns weiterreiten, bitte, Steve. Aber wohin denn? Wir müssen uns für einen Ort entscheiden. Und überall wird es in der ersten Zeit schwierig sein. Heute hat einer von einer Farm erzählt, die wir kaufen könnten. Sie soll das beste Land in der Gegend haben. Und es gibt genug Wasser da, denn ein Fluss fließt genau durch. Wenn wir sie kaufen, haben wir für immer ausgesorgt. Hoffentlich täuschst du dich nicht. Bitte sei nicht dagegen, Susan. Wir schaffen es schon, keine Angst. Und auf der Farm wird es keine Schießereien geben. Da wird es ruhiger sein, als dir vielleicht lieb ist. Wir müssen uns erst ans Landleben gewöhnen. Wir werden ganz einfache Farmersleute sein. Und Farmer tragen keine Waffen, Steve? Nein, Susan. Ich verspreche dir, wenn das Land uns erst gehört, werde ich keine Waffe mehr tragen. Ich liebe dich, Susan.
Vergiss das nie. Es wird eine schöne Zeit. Mit Ihnen reden. Ihr wisst, meine Antwort ist nein. Ich verkaufe die Farm nicht an Jackson. Und wenn ihr mir noch so droht, dann gemeine Erpresser wie euch verkaufe ich nicht. Ich habe mit Jackson und Burns nichts zu tun. Ich komme als Freund. Buck hat mich zu Ihnen geschickt. Der alte Säufer, der hier mal gearbeitet hat? Ach, er war verhältnismäßig nüchtern. Kommen Sie näher ran. Nehmen Sie das Schießeisen ruhig runter. Erst muss ich Sie mir etwas näher ansehen. Junger Mann, Sie scheinen in Ordnung zu sein. Wie einer von den bezahlten Killern sehen Sie nicht aus. Ein Mann wie Sie würde nicht zu der Bande gehören. Also schießen Sie los. Ich möchte Ihre Farm kaufen. Darauf falle ich nicht rein. Ich zahle den Preis, den Sie verlangen. Sie müssen hier neu sein. Sie wissen wohl nicht, was Ihnen hier blühen wird. Na gut, wenn Sie es riskieren wollen, die Farm kostet 6.000 und sie ist es auch wert. Ich weiß. Ich habe sie mir gerade angesehen. Und Sie wollen wirklich kaufen? Natürlich, wenn es geht, schon heute. Für 1.000 Dollar! Für 1.000 Dollar sollte ich an Burns und Jackson meine Farm verkaufen, diese Schweine. Erst haben sie nur gedroht, dann haben sie versucht, mich zu ermorden. Dann haben sie meinen ganzen Viehbestand totgeschossen. Aber ich dachte nicht dran, klein beizugeben. 3 habe ich umgelegt. Mit meiner Knarre in der Hand können Sie mir nichts anhaben. Das wissen Sie genau, diese gemeinen, feigen Hunde. Und wenn die sich auf den Kopf stellen, die kriegen meine Farm nicht. Ihnen verkaufe ich sie. Aber überlegen Sie sich's gut. Die Bande wird Ihnen die Hölle heiß machen. Darauf können Sie Gift nehmen. Die Meute wird wieder hier aufkreuzen. Denken Sie dran. Und dann holen Sie sich den Grund und Boden. Und dann müssen Sie sich wehren. Sonst lassen Sie es lieber sein. Ich kann mich meine Haut wehren. Das schwöre ich Ihnen. Ich muss sagen, Sie wirken auch nicht gerade ängstlich auf mich. Ich freue mich, dass gerade Sie die Farm übernehmen wollen. Also abgemacht. Wollen Sie zuschlagen? Morgen früh werden Sie das Geld bekommen. Soll das Schießeisen hier Wurzeln schlagen? Oder ist das symbolisch gemeint, was Sie da tun? Ich hatte mir geschworen, ein neues Leben anzufangen. Und das soll Ihnen hier ohne Waffe gelingen? Ich will es wenigstens versuchen. Könnte ja sein, dass ich Glück habe. Also dann bis morgen. Gut, bis morgen. Ooh.
er und weiß nicht, dass er gleich abkratzt. Unbewaffnet ist der Bursche auch. Du hast gute Augen. Einen waffenlosen Mann rieche ich eine Meile gegen den Wind. Ich verpasse nicht jetzt doch, eine. Er gehört mir. Nur ein Schuss und der Bursche ist hinüber. Toll, ein Meisterschuss. Gekonnt ist gekonnt. Ich gehe runter und puste ihm noch eine blaue Bohne rein. Wozu wäre Verschwendung? Ich sage dir, der steht nie wieder auf. Bitte lass mich doch nur einen Schuss. Unser Spezialist in Gnadenschüssen. Geh schon. Er war während der Mexikanischen Revolution freiwillig an einem Exekutionskommando. Und in der Zeit hat er sich auf sowas spezialisiert. Ich habe ihm so viel geboten, aber... Ja, willkommen. Willkommen in Providence, meine Damen. Herzlich willkommen. Oh, sieh los, mal, alles das in Ordnung. Eine hübsche Überraschung. Ah, ihr Süßen, der richtige Prärie-Hasen. Wirklich hübsche, niedliche Dinger. Jack, sieh mal da. Das kann doch nicht sein, dass der noch lebt. Sieh dir mal mein Pferd an. In dem Huf schneidet das Eisen ein. Was kann man da machen? Das bringe ich wieder in Ordnung, aber dafür brauche ich Zeit. Kommt mein Pferd wieder hin? Ja, natürlich. Ja, dann ist es ja gut. Und wenn du fertig bist, bist du drüben vom Hotel fest. Okay. Ach, übrigens... Wollen Sie noch etwas von mir, Mister? Wo wohnt der Friedensrichter hier? Der Friedensrichter? Das letzte Haus am Ende der Stadt. Vielen Dank. Mr. Jones. Die Bank ist schon geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Für mich ist sie noch offen. Der Kassierer ist nicht mehr da. Ich will mein Geld abholen, das ich hier in der Bank hinterlegt habe. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, die Bank ist geschlossen. Mein Geld, aber ein bisschen schnell. Was soll das? Was ist hier los? Nichts. Nichts von Wichtigkeit. Ich will nur mein Geld abheben. Haben Sie es so eilig? Du kannst nach Hause gehen. Ich darf annehmen, Sie haben die Farm gefunden, nach der Sie gesucht haben. Das ist meine Angelegenheit. Geben Sie mir die 6.000 oder nicht? Bis morgen früh warten können Sie nicht? Nein, hier laufen mir zu viele Spitzbuben herum. Es könnten sich auch ein paar in Ihre Bank verirren. Apropos Spitzbuben. Drei mussten heute Nachmittag ins Gras beißen. Ich glaube, die gehören schleunigst unter die Erde. Sie sollten dafür sorgen. Sie scheinen sich in der Tür zu irren. Ich führe kein Beerdigungsinstitut. Wäre doch sehr lohnend für Sie, oder nicht? Erzählen Sie lieber, wie viel Sie von Ihrem Geld haben wollen. Alles.
6.000, bitte sehr. Hier haben Sie die Quittung zurück. Einen Moment. Ich brauche noch eine Unterschrift von Ihnen. Wo? Da unten. Sehr gut gemacht. Was sollen wir mit ihm machen? Ladet ihn vor der Stadt ab. Ich glaube nicht, dass er es wagen wird, noch einmal hierher zu kommen. Entschuldigung, wie war noch Ihr hübscher Name? Fabienne. Klingt wirklich sehr hübsch. Französisch? Ja, Französisch. Klasse, wie alles, was aus Frankreich kommt. Kann ich Ihnen irgendwie zu Diensten sein, meine Teuerste? Ich bin hier, um Ihnen meine Dienste anzubieten, mein Lieber. Ich bin in Spielcasinos und Saloons groß geworden, Mr. Jackson. Mhm. Meine Kenntnisse sind umfassend. Auf allen Gebieten, würde ich sagen. Eine Fachkraft wie Sie suche ich schon lange. Nur eine Frage noch. Wie kommen wir zu der Ehre, Sie in Providence begrüßen zu dürfen? Eine Frau von Ihrem Format, gnädigste, sprengt doch den Rahmen von unserem bescheidenen kleinen Nest. Aus Neugier oder sagen wir Abenteuerlust? Meine Teure, ich hoffe, Sie werden auf Ihre Kosten kommen. Ich werde tun, was ich kann, und ich kann viel tun. Welch herrliche Aussichten. Aber Sie haben noch einen Partner. Das geht sicher nicht gut. Sind Sie ihm schon begegnet? Noch nicht. Und daher meine Bedenken. Denn zwei Herren zugleich dienen, ist oft etwas schwierig. Wir könnten ja einen Exklusivvertrag machen. Das würden Sie tun? Natürlich. Ich verpflichte mich Ihnen mit Haut und Haar. Ich werde auch nicht kleinlich sein. So was sehe ich doch auf den ersten Blick, Teuerster. Warum klopfst du nicht an? Was heißt das? Zwischen uns hat es doch wohl noch nie Geheimnisse gegeben. Ich war gerade in einer Geschäftsbesprechung und da platzt du herein. Oh, Verzeihung, nach Geschäften sah es nicht aus. Das ist Burns, mein Kompagnon. Ich bin Fabienne. Na, nur die Linke, das ist aber nicht sehr galant von Ihnen. Möchten Sie lieber die? Bitte verzeihen Sie. Die Kugel hätte ihm im Kopf stecken sollen, aber sie traf nur die Hand. Die Dame möchte übrigens für uns arbeiten. Freut mich. Bei Ihrer Schönheit wird das Geschäft einen neuen Aufschwung nehmen. Ich sprach hier gerade meine Freude darüber aus, dass wir in den Genuss einer so großen Attraktion kommen. Sie werden hier bestimmt sehr gut auf Ihre Kosten kommen. Wie man so sagt, das Geld liegt auf der Straße. Ich habe soeben, ohne einen Finger krumm zu machen, 6.000 Dollar eingestrichen. Gab es Schwierigkeiten? Nein, wenigstens nicht für uns. Er fing gleich an zu träumen und ich steckte das Geld ein. Und was tut unser Freund jetzt? Ich nehme an, er wird das Weite suchen. Sozusagen mit gestrichen vollen Hosen. Ich wüsste gern, von wem Sie sprechen. Wenn wir uns näher gekommen sind, werde ich Ihnen bestimmt einmal alles erzählen. Ich hab schon gefürchtet, dass du nie wiederkommst. Wo warst du denn? Bei einem Farmer. Williams heißt er. Und ich glaube, es geht in Ordnung. Was geht in Ordnung? Dass wir seine Farm kaufen können. Oh, Steve, das wäre ja wunderbar. Was ist denn? Nichts. Ich bin nur ein bisschen K.O. Du musst dich etwas ausruhen. Leg dich gleich ins Bett. Nein, wir müssen hier weg. Pack unsere Sachen und warte unten auf dich. Wo willst du denn hin? Unser Geld von der Bank abholen, nichts weiter. Aber die Bank ist doch längst geschlossen. Da wird keiner mehr sein. Einer der Besitzer ist sicher noch unten im Saloon.
200. Passe. Passe. Ich auch. Und 500. Okay, 500. Ich habe einen Straight. Full House. Ich habe kein Glück heute Abend. Tut mir leid. Ich gebe dir, sobald du willst, Revanche. Na, möchte jemand mit mir weiterspielen? Ja, ich. Wir spielen immer ziemlich hoch. Ich auch. Ich hoffe, Sie haben genug Geld. Ja, 6.000 Dollar. Sie haben sie mir doch gerade heute Abend zurückgezahlt. Wer eröffnet? Ich mit 100. Ich gehe mit. Passe. 500. Will ich sehen. Lassen Sie mich erstmal etwas Geld sehen. Hier liegt mein Geld. Hübsch ruhig. Ich will niemanden umlegen, aber wenn es sein muss, tue ich's. Und nun ganz artig. Die Pfoten auf den Tisch. Die andere Hand auch, Mr. Burns. Haben Sie mit der mal versucht, jemanden übers Ohr zu hauen? Jetzt will ich die 6.000 Dollar zurückhaben. Los, Jackson! Die 6.000 Dollar, aber schnell! Oder möchten Sie, dass Ihr Kompagnon mit zwei Holzhänden durch die Gegend läuft? Worauf wartest du, Jackson? Los doch, gib es ihm schon! Los, gib ihm das verdammte Geld! Steve. 6.000. Nehmen Sie es ab. Und geben Sie es mir her. Und Burns, ich hoffe, Sie denken dran. Noch haben Sie Ihre gesunde Hand. Wenn Sie die Hand behalten wollen, dann befehlen Sie Ihren Leuten, sich nicht zu rühren. Versuch dir nicht aufzuhalten. Das ist ein Befehl. Idioten, lass ihn doch laufen! Alle Anwesenden sind doch Zeugen, dass der Mann uns eben beraubt hat. Raub und Diebstahl ist was für den Sheriff, der soll sich sein Gehalt verdienen, hat er sonst kaum was zu tun. War die Bank noch auf? Nein, Susan. Aber Burns und Jackson zahlten das Geld aus ihrer Tasche. Wie nett. Wo sollen wir denn jetzt hin? Na, auf unsere Farm. Aber erst holen wir den Friedensrichter aus dem Bett und lassen uns von ihm trauen. Ooh.
machen Sie denn hier, Sheriff? Ich warte auf Sie. Was wollen Sie denn von mir? Er soll einen Raubüberfall begangen haben. Steve! Das werde ich gleich richtigstellen, Susan. Ich habe keinem Menschen Geld geraubt, Sheriff. Ich habe mir nur mein eigenes Geld wiedergeholt. Burns ließ mich in der Bank niederschlagen, als ich meine 6.000 Dollar abholen wollte. Diese Summe hatte ich bei der Bank eingezahlt. Erst gestern. Das ist wahr, Sheriff. Wussten Sie das nicht? Nein, aber ich glaube in die Geschichte sogar. Sie müssen sie bloß beweisen. Für den Raubüberfall hat Jackson so viel Zeugen, dass man sie hängen könnte. Nein! Lane, lassen Sie den Unfug. Sie werden nicht gehängt werden. Ich will von Ihnen nur das Geld wiederhaben. Nein, das brauche ich, um die Farm zu kaufen. Dazu wird es aber zu spät sein. Heute wurde nämlich der alte Williams ermordet. Steve hat nichts Unrechtes getan, Sheriff. Das weiß ich. Dieser Revolver gehört wohl Oliver. Nun, ich habe gedacht, dass ich keine Waffe mehr brauchen würde. Williams hat immer gewusst, dass die ihn mal erwischen würden. Und damit Burns und Jackson niemals sein Land kriegen, hat er mich als seinen Erben eingesetzt. Ich überlasse Ihnen die Farm. Aber geben Sie mir die 6.000 Dollar. Sie sind sehr großzügig. Aber auf welcher Seite stehen Sie eigentlich? Ehe Jackson und Burns hier erschienen, war ich schon Sheriff von Providence. Dann begann diese Bande, mich fertig zu machen. Ich bin ein alter Mann, Blaine. Ich habe viele Menschen hier sterben sehen. Ich war froh, dass ich nicht selbst dran glauben musste. Sie haben mir den Posten nicht genommen, um ihr Gesicht zu wahren. Und wissen Sie, warum ich geblieben bin? Nur um zu retten, was zu retten war. Ich wünsche Ihnen, dass man Sie Ihre Farm in Ruhe bewirtschaften lässt. Und wenn Sie mal in die Stadt kommen sollten, dann lassen Sie Ihre Waffe zu Hause. Denken Sie daran. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Oh, Steve! Übrigens noch vielen Dank. Sie haben mir gestern am Fluss drei üble Mörder vom Halse geschafft. Oh. So, das wird ja hoffentlich eine Lehre sein. Drastische Methoden. Behandeln Sie alle Kunden so? Nicht alle. Nur die, die so dumm sind, mich zu reizen. Dann fällt Ihnen Steve Blaine sicher auch auf die Nerven. Was wissen Sie von ihm? Ich kenne einen Mann, der ihn umbringen will. Den werde ich nicht brauchen. Der Sheriff verhaftet Steve Blaine gerade. Auf gute Freundschaft, Fabienne. Haben Sie noch nie was von Anklopfen gehört? Tut mir leid, Jackson. Entschuldigen Sie bitte. Ich bringe Ihnen das Geld wieder, wie Sie es gewünscht haben. Sehr gut, Sheriff. Und wo ist der Dieb? Sie wissen genau, er ist kein Dieb. Genug Leute können bezeugen, dass er Geld eingezahlt hat. Wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie Ihre Pflicht nicht mehr tun, wie ich es von Ihnen gewöhnt bin. Sind Sie daran interessiert, dass ich meine Pflicht tue und Sie wegen Mordes an Williams verhafte? Ich rate Ihnen, vorsichtig zu sein. Spielen Sie kein Theater. Noch ein Verbrechen und ich werde die Bundespolizei holen lassen. Sie wagen es mir zu drohen, Sheriff? Ich habe Ihre Verbrechen übersehen, um größere zu verhindern. Aber damit ist es Schluss. In Providence geschieht nur, was ich anordne. Nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Und noch eins. Die Williams-Farm lassen Sie in Zukunft in Ruhe. Williams ist tot. Und die Farm mit allem Inventar werde ich übernehmen. Irrtum. Williams hat einen Erben. Er heißt Blaine. Steve Blaine. Er bekommt alles. Raus! Und mach die Tür hinter dir zu, Idiot! Ausgerechnet Blaine muss die Farm erben. Ich muss sie haben. Ich muss diesem Kerl diese Farm abjagen. Vielleicht kommen Sie auf mein Angebot zurück. Ja. Bringen Sie diesen Mann her. Das bekommen Sie alles, wenn Sie mir den Mann bringen, der Blaine umbringen will. Er soll ihn abknallen auf offener Straße. Und ich selbst will es mit ansehen. Danke, Steve. Na, und was kann ich für Sie tun, Mrs. Cooper? Guten Morgen, Mr. Blaine. Guten Morgen, Buck. Soll ich Ihnen helfen? Ja, gern. Das wäre nett von Ihnen. Hier.
Ja, die sind schwer. Das kann man wohl sagen. Ich glaube, die sind schwerer geworden im Verhältnis zu früher. Sie sind aus der Übung, hä? So ist das auch nicht. Ich hebe jeden Tag ein paar Whisky. In die Stadt kommen Sie ziemlich selten. Warum eigentlich? Na, Sie können sich ja vorstellen, wie es auf der Farm aussah. Aber jetzt geht es schon aufwärts. Wissen Sie jemand, der mir draußen ein bisschen zur Hand gehen wird? Machen Sie sich da keine Hoffnung. Es hat keiner Lust, sich mit Jackson und Burns anzulegen. Und das tut man, wenn man bei Ihnen arbeitet. Ja, wollen Sie es nicht versuchen? Das ist gut. Ich habe keine Angst vor dem Banditen. Aber vor der Landarbeit, vor der habe ich eine Todesangst. Ach, das wusste ich nicht. So sehen Sie gar nicht aus. Da müssen Sie aber dem Tod soeben mit knapper Not entronnen sein. Ja. Dann kommen Sie. Auf den Schreck wollen wir einen trinken. Zwei Whisky. Einen. Ich trinke ein Bier. Die zwei Whisky nehme ich zur Brust. Wie geht es meiner Tochter, Steve? Meiner Frau? Ihr geht's gut. Denkst du, dass sich für mich dadurch etwas ändert, dass sie deine Frau ist? Hm? Ich will ehrlich sein. Ich hatte es eigentlich angenommen. Trägst du nicht mehr deinen Revolver? Wozu sollte ich? Er stört nur bei der Arbeit. Ich hab dir doch gesagt, das alte Leben wird dich nie loslassen. Du wirst wieder schießen müssen. Du wirst dich mit mir schießen müssen. Und wenn ich Nein sage? Dann werde ich dich vor den Augen Susans abknallen. Duke, dann verlierst du sie für immer. Ich hab sie schon in dem Augenblick verloren, als du sie mir weggenommen hast. Wenn du aber mich tötest, dann wirst du sie für immer verlieren. Weil du ihren Vater ermordet hast. Das werde ich niemals tun. Ich kann dich dazu zwingen. Duke, sag mir warum. Warum hast du mich so? Warum eigentlich? Du hast mir meine Tochter genommen. Duke, red dir doch nichts ein. Susan ist immer noch deine Tochter. Und sie wird auch immer deine Tochter bleiben. Ich habe dich damals gewarnt, Steve. Warum hast du nicht auf mich gehört? Ich habe dir gesagt, wenn du meine Tochter anrührst, werde ich dir eine Kugel zwischen die Augen jagen. Ich habe bisher immer mein Wort gehalten, das weißt du. Das werde ich auch diesmal tun. Du bist heute schon ein toter Mann. Duke, du bist hier? Oh. Ach, du hast Fabienne versprochen, mich umzubringen. Willst du ihr gegenüber dein Wort halten? Das glaubst du? Natürlich, sie hätte dich doch herkommen lassen. Das habe ich nicht getan, das ist nicht wahr. Die Freundin von Jackson hat meinen Mörder herbestellt. Was sind das für Andeutungen, Steve? Ganz einfach. Es ist besser für Susan zu sterben, als für diese da. Willst du damit etwa sagen, dass Fabienne hier in der Stadt einen Freund hat? Frag doch die Leute, dann weißt du es. Das werde ich auch tun, aber was ist aus meinem Anteil geworden? Die Frage stelle ich jetzt. Den habe ich Fabienne gegeben. Hast du ihn etwa unterschlagen? Glaub ihm nicht, Duke. Glaub ihm kein Wort. Ob ich dir oder ihm glaube, wird sich herausstellen, wenn ich mit Steve fertig bin. Hör zu. Ich weiß genau, wer hier lügt. So dumm bin ich nicht, wer er zu glauben scheint. Morgen früh bei Sonnenaufgang erwarte ich dich hier. Und vergiss deinen Revolver nicht. Zwing mich nicht dazu, einen Waffenlosen umzulegen. Na, wie gefallen dir die Männer? Die werden alles tun, was du sagst. Nun zu dir, Oliver. Du wirst Viehdieb spielen. Der Sheriff wird dich verfolgen und wir sind ihn erstmal los. Lo sceriffo soffre di insonnia. Sarà contento di corrervi dietro tutta la notte. Harold, Jackson. Continua pure, mia cara. Burns sa di noi. Aiutami se mi ami. Voglio restare con te. Chi te lo impedisce? Duke, domani dopo aver ucciso Steve, mi costringerà a seguirlo. Perché ridete? Perché dove andrà il tuo Duke? Non c'è posto per una bella donna come te.
kehren wieder um. Warum denn, Sheriff? Es wird doch niemand wagen, Jackson und Burns Vieh zu stehlen. Das Ganze ist ein Trick, um uns aus der Stadt rauszukriegen, weil die Bande was vorhat. Los! Wer sind Sie? Vor mir brauchen Sie nicht zu erschrecken. Was wollen Sie denn hier? Ich bin ein Freund Ihres Mannes, Mrs. Blair. Er ist nicht da. Ich weiß, ich habe ja darauf gewartet, dass er fortreitet. Ich muss mit Ihnen sprechen, allein. Kommen Sie nicht näher. Aber ich bin noch viel zu alt, um Ihnen was zu tun. Und viel zu müde auch. Ich bin den ganzen Weg zu Fuß gegangen. Und weswegen? Ihr Vater ist gestern in Providence aufgetaucht. Nein. Doch, und zwischen Steve und Ihrem Vater soll es heute zu einem Duell kommen. So, darum ist er fortgeritten? Ja, Sie müssen das unbedingt verhindern. Aber wie kann ich das verhindern? Was soll ich tun? Sie müssen mit mir sofort nach Providence reiten. Wir haben keine Minute zu verlieren, Mrs. Blaine. Bitte, satteln Sie zwei Pferde, schnell! Wird gemacht. Alle Männer sind auf ihren Posten. Sehr gut. Legt aber erst los, wenn der erste Schuss gefallen ist. Ich weiß, beide müssen draufgehen.
gemerkt, dass Sie in der Falle sitzen. Holt die Pferde, aber schnell! Dieser unfähigen Idioten, wenn man nicht alles selbst macht, ist man verraten und verkauft. Ich werde es Ihnen zeigen. Bist du verrückt geworden? Du kannst es doch nicht mehr diesen Mann. Was soll mein Helden mit dem Mann? Lass mich los! Ich bring diese Frau um, wenn ihr mich nicht durchlasst! Wollen Sie denn, dass diese Frau unschuldig niedergeschossen wird, Sheriff? Wenn Sie mir nicht freies Geleit versprechen, ziehe ich die Frau nieder! Nein! Ihr habt mir meine Hand verschossen! Meine Hand! Sheriff, hier, meine Hand! In zwei Tagen wird man sie hängen. Und dabei brauchen sie ihre Hände nicht. Meine Hand. Hörst du mich nicht? Ich bin es. Sag doch was. Susan. Oh, Steve. Ich liebe dich so, Steve.